Hier habe ich angefangen, einen Handschuh, der in dem Ostpreußenheft alte Handwerkstechniken abgebildet ist, nachzustricken. Des Weiteren ist hier ein Handschuh, der aus Ostpreußen hier erreicht hat. Er ist schon getragen, er ist vielfach gestopft, also habe ich ihn versucht nachzustricken. Allerdings zu meiner Enttäuschung passen unsere Garne nicht mehr zusammen. Früher war das Garn viel feiner und Sie sehen, obwohl ich das gleiche Muster gestrickt habe, ist es von der Größe sehr unterschiedlich. Dies ist der Memeler Handschuh, der farbenfreudigste eigentlich im Ostseeraum. Der wird mit 7 Farben bearbeitet und hat ein ganz spezielles Muster, eben dieses Kreuz, das immer wieder auftritt. Er hat im unteren Ende eine sogenannte Windbremse. Das war die Situation, dass man ihn schön lang hatte, unten in die Manschetten hinein. Und dann konnte der Wind nicht reinkrabbeln und damit war er auch besonders warm. Hier haben wir nochmal einen ganz besonders schönen und warm gearbeiteten Schlaufenhandschuh, der unten ein doppeltes Muster hat, auch innen drin nochmal verziert. Und dann kommen eben die wunderbar warmen Schlaufen. Da gibt es keine kalten Hände. Aber das musste man ja auch dort haben, wenn die Winter kalt waren und vor allem lang.